letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Jetzt wisst ihr Bescheid, was ich benutze, um den Wiki sauber zu bekommen. Da bekomme ich wirklich so oft die Frage gestellt, was ich denn benutze. Ein kleiner Funfact zwischendurch. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es soweit und ich werde euch unsere Putzroutine im Fellwechsel zeigen. Denn der Fellwechsel ist ja wirklich mehr als im Gange und der Wiki verliert schon so viel Fell. Da kann man wirklich sagen, da liegt ein halbes Pferd schon auf dem Boden. Ich habe ja euch gefragt, ob euch sowas interessieren würde und ihr habt wirklich eindeutig für ja abgestimmt. Und deshalb kommt jetzt heute das Video dazu online, wie ich diesen Strezi hier im Fellwechsel sauber bekomme und das ganze Winterfell rausbekomme. Ich werde jetzt als allererstes den Wiki putzen und danach werde ich gleich die Chance nutzen und werde euch unsere Putztasche vorstellen, was sich darin so befindet. Und ja, wir starten jetzt gleich mal mit dem ersten Striegel. Oh, how it burns. We barely started on every turn. Wer es ja schon länger verfolgt, der weiß ja, dass der Wiki eigentlich immer, wirklich immer total eingesaut ist. Entweder ist ein totales Matschpony oder ein Sandpony. Mich wundert es echt, dass er heute so sauber ist, aber gut für mich, da muss ich nicht so viel putzen. Ne? Ich habe jetzt hier schon meine Putztasche, obwohl, wenn der Fellwechsel vorbei ist, wird ein Putzkasten einziehen. Aber ich war mit meiner Putztasche jetzt echt zufrieden. Ich bin auch immer noch zufrieden, aber ich möchte jetzt einfach mal einen Putzkoffer ausprobieren. Und ja, die ist alles andere, aber nicht ordentlich eingeräumt. Das mache ich dann heute auch. Und ich fange immer als allererstes mit einem Metallstriegel an und werde damit den groben Dreck entfernen, bevor ich dann mit meinen Fellschuhen das Winterfell rausziehe. Der ganze grobe Schmutz ist jetzt ab. Das war jetzt ja heute Gott sei Dank nicht so viel. Das heißt, wenn der Wiki so richtig eingesaut ist, dann wird der Wiki erstmal von oben bis unten mit diesem Eisenstriegel oder mit dem Metallstriegel abgestriegelt, damit eben der ganze grobe Schmutz weg ist. Und jetzt kommt eben mein absoluter Favorit im Fellwechsel. Ich habe wirklich schon die Jahre lang alle Bürsten durch, wirklich alle. Und der Metallstriegel ist auch echt gut, aber nichts, wirklich nichts geht über den Fellschön. Ich hatte ihn damals zu Ostern bekommen und ich könnte nicht mehr ohne. Ich sag's euch, der nimmt das Fell so gut raus, so viel und alles und ja, ich zeig's euch einfach, was ich meine. Ich fange generell immer eigentlich am Hals an, gehe dann über zur Schulter, mache sogar auch ein bisschen so die obere Partie von den Beinen, Rücken, Po, Bauch und ja, jetzt halt, schaut euch das an, wie viel Fell da abgeht. Der Wiki ist jetzt einmal komplett mit dem Fell schön befreit worden von seinem Winterfell und ich glaube, er hat das echt gut gesehen, wie gut da einfach das ganze Fell rausgeht. Wie gesagt, ich liebe ihn und der Wiki, der liebt ihn auch. Ich zeige euch jetzt übrigens, nicht wundern, immer bloß eine Seite beim Putzen, weil jeder weiß, wie man ein Pferd putzt, jeder kennt das, sonst wird das echt
ziemlich langweilig. Es soll ja wohl so ein kleiner Einblick sein, was ich so verwende beim Fellwechsel und wie wir die ganzen Haare loskriegen. Und ihr wolltet es ja sehen. Aber nicht wundern, natürlich wird der Wiki auf beiden Seiten geputzt. Ihr seht bloß nicht alles. Bevor ich dann eine Kartätsche in die Hand nehme, mache ich eigentlich immer erstmal die Mähne und den Schweif. Einfach aus diesem Grund, weil ich, sobald ich die Mähne bürste, kommt da meistens Staub raus. Und wenn ich jetzt erst mit einer Kartätsche ihn putzen würde und dann die Mähne, habe ich wieder Staub drauf. Deshalb erstmal die Mähne machen. Mähne und Schweif sind jetzt auch sauber und jetzt geht's an die restlichen Haare vom Fell. Da habe ich auch schon echt viele Bürsten durch. Ich finde, es ist gar nicht so leicht, eine Bürste zu finden, was die ganzen losen Haare wirklich mitnimmt und vor allem auch den ganzen Staub. Und mit diesen zwei bin ich echt mehr als zufrieden. Ich habe einmal erst eine gröbere Kartätsche, wo ich die ganzen losen Haare wegnehme oder auch groben Schmutz von den Beinen weiter unter. Und der ganz letzte Schliff, wo dann das Fett glänzt danach, ist dann noch so eine große Schmusebürste. Ja, das machen wir jetzt auch mal. So, die ganzen groben Haare sind jetzt herunten. Die sind jetzt alle wirklich gut rausgegangen. Und jetzt kommt eben die Riesenschmusebürste zum Einsatz. Und die nimmt jetzt eben noch den ganzen restlichen Staub gut raus. Der Körper ist jetzt so gut wie sauber und enthaart, so gut wie es geht, aber da ist wirklich schon noch ordentlich Winterfell drin, was vermutlich die Tage noch rauskommen wird. Und jetzt kommt auch noch das Gesicht dran, dabei habe ich eine kleine Schmusebürste, die auch ganz weich ist, aber dazu werde ich jetzt ganz kurz das Halfter abmachen. Ein kleiner Funfact zwischendurch, ich habe mir damals ein Lederhalfter gekauft, wo ich seinen Namen reingravieren kann, personalisieren kann, und ich habe extra den Namen auf dem Zettel geschrieben, aber der gute Verkäufer hat mir da statt ein CS, ja, Vincenzo, aber das machte bei der Aussprache nichts. Der Kopf ist jetzt auch soweit sauber und wirklich genießt das immer voll. Und jetzt kommen natürlich noch die Hufe dazu. Die gehören eigentlich nicht zum Fellwechsel, aber werden natürlich auch regelmäßig und jedes Mal sauber gemacht. Zum Abschluss habe ich gedacht, ich pflege heute noch die Hufe von Vicky. Normalerweise mache ich mir das Öl immer selber, aber das ist jetzt leider leer gegangen. Erstmal sauber machen und dann einölen. Vicky ist jetzt soweit fertig geputzt und glänzt jetzt wieder von allen Seiten. Ne? Ja, ich würde jetzt sagen, ich packe jetzt hier mal meine Chaos-Tasche und zeige euch, was wir denn so zum Putzen verwenden, und kann euch auch sagen dann, wo ich das Ganze her habe. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, ich räume jetzt erstmal hier alles raus, damit ich mal einen kleinen Überblick habe, was da drin alles so ist.
Also in meiner Tasche befindet sich natürlich ein Männenkamm. Den habe ich jetzt vom Grema. Genau, das ist aber wirklich nichts Besonderes. Dazu mein absolutes Lieblingsmähnenspray ist wirklich das von Evel, das Mähnen- und Schweifliquid. Ich habe wirklich schon ganz, ganz viele durch, aber den habe ich mir jetzt schon mehrmals nachgekauft. Und ja, das ist definitiv mein Favorit, wenn es um Mähne, um Schweif geht. Dann, was auch auf gar keinen Fall in einer Putztasche fehlen darf, ist die Magic Brush. Ich kaufe die aber tatsächlich, ich glaube, es ist jetzt schon meine vierte Magic Brush. Also ich liebe sie, die ist wirklich magisch, diese Bürste, aber ich finde, nach einer gewissen Zeit verliert sie einfach ein bisschen die Wirkung und geht dann kaputt und ist dann doch schon ziemlich grintig. Aber die darf wirklich nie fehlen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt wirklich schon meine vierte. Dann mein geliebter Zackenstriegel. Also ohne den, wenn der Vicky immer wieder ein Matschpony ist, könnte ich wirklich definitiv nicht. Das ist ein absolutes Muss und der bekommt einfach den ganzen Dreck, Schmutz am besten raus. Dann habe ich mir mal so einen Massagenroller gekauft. Ach ja, übrigens die ganzen Sachen hier, die habe ich alle beim Grema gekauft, genauso wie der. Das habe ich mir damals mal geholt, weil ich einen wollte mit so Rollen. Aber tatsächlich, wenn man das Pferd damit einmal rollt, rollen die nicht mehr so gut, weil natürlich dann der Staub drunter ist. Ja, habe ich jetzt glaube ich schon länger nicht mehr benutzt, aber er ist halt noch in meiner Tasche drin und ja, er erfüllt seinen Zweck. Da sind auch noch so Noppen dran. Ja, genau. Aber der ist hier vorne drinnen. Und dann kommen wir jetzt zu den Bürsten von Animalon. Also die sind nicht mehr von Grema, sondern die habe ich bei Animalon gekauft. Die sind alle selbst gekauft. Und genau, da habe ich eben einmal hier diese Wellnessbürste. Ich nenne sie einfach riesengroße Massagebürste. Und ich mag das echt gerne, dass man die einfach so richtig toll biegen kann. Die sind super gut. Also die tun sich so an den Pferdekörper anpassen. Und sie liegen auch gut in der Hand. Genau, also einmal hier riesengroße Schmusebürste. Dann noch die Kadetsche mit den festen Borsten, die was echt super gut das ganze lose Fell rauszieht und auch den Dreck gut rauszieht. Also die finde ich auch echt richtig gut. Dann natürlich auch noch einen Striegel zum Abstreifen vom Staub oder auch um das ganze Pferd hier ein bisschen aufzurauen. Und zu guter Letzt, ich glaube, das ist wirklich sein Lieblingsstriegel. Das ist ein Massagestriegel und er ist echt so angenehm. Ich massiere da den Vicky immer ordentlich durch am Körper und da ist er nur am Gähnen, nur am Abkauen. Also Vicky ist in diese Bürste verschossen. Dann habe ich eben hier noch eine Hufbürste zum Hufe sauber machen. Die ist echt richtig stabil, also selten eine so stabile Hufbürste gesehen. Die ist hier an der Seite wo drinnen. Dann natürlich Hufauskratzer. Dann eben die kleine Schmusebürste für den Kopf. Die ist auch... Oh, die ist so weich auch. Die ist auch hier an der Seite wo verstaut. Dann ist immer in meiner Putztasche so ein Silberspray den oder Aluminiumspray. Einfach um, wenn ich Wunden sehe oder bemerke während dem Putzen, dass ich die gleich mal verriegeln kann, dass kein Schmutz mehr reinkommt. Und dann natürlich der Fellschön. Fragt mich nicht, warum ich den da drin habe. Ich meine, wenn der da drinnen ist, dass dann die Zacken hier nicht so schnell kaputt gehen. Und deshalb habe ich mir die Verpackung aufgehoben und tue den immer nach dem Putzen hier rein. Ja, dass die Zacken nicht beschädigt werden und der ist auch hier in einem Seitenfach drinnen. Und zu guter Letzt habe ich hier noch von doTERRA ein Lavendelöl drinnen. Das trage ich immer auf meiner Hand auf, verreibe es dann am Rücken oder je nachdem, wo ich den Vicky massiere und dann eben mit diesem Massagestriegel, mit dem, tue ich dann eben das Öl ordentlich einmassieren. Das ist einfach beruhigend, entspannt die Muskeln und ja, Vicky liebt diese Kombi. Ja, und das war dann auch schon meine aktuelle Putztasche. Jetzt wisst ihr Bescheid, was ich benutze, um den Vicky sauber zu bekommen. Da bekomme ich wirklich so oft die Frage gestellt, was ich denn benutze. Aber es ist ganz normales Putzzeug, aber es wisst ihr Bescheid. Natürlich kommt auch immer wieder Huföl zum Einsatz wie heute, aber das ist nicht in meiner Putztasche drin, weil das ist einfach ölig. Aber wie gesagt, ich bin echt absolut zufrieden mit meiner Putztasche, weil die kann man sich einfach schnell umhängen. Aber ja, ich möchte jetzt echt bei einem Putzkoffer oder eine Putzbox und aktuell habe ich die Putzbox von Unicorse im Auge. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche Putzboxen habt, von denen ihr wirklich begeistert seid. Dann ab damit in die Kommentare, ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich möchte echt, sobald das ganze Fell heraus ist, möchte ich auf eine Putzbox umsteigen.
Das war's dann jetzt mit unserer Putzroutine im Fellwechsel. Ich hoffe, ich konnte viele Fragen klären, was sie benutzen, was ihr Lieblingsprodukt ist und so weiter. Falls ihr noch Fragen habt, dann damit einfach ab in die Kommentare. Ich habe übrigens mal ein Video zu gedreht über Tipps. Über Tipps im Fellwechsel. Ich verlinke es euch mal hier oben. Schaut da gerne vorbei. Da sind wirklich ganz viele hilfreiche Tipps drinnen. Und ich würde sagen, zum Abschied schenkt euch mal der Vicky noch kurz ein Lächeln. Smile. Smile. Ja, super. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen lieben Kommentar. Würde mich natürlich riesig freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin. Tschüss.